Ja, also ich muss sagen, erste Halbzeit war es ein sehr gutes Spiel von uns. Auch die Struktur, das ganze Verschieben hat gut gepasst. Zweite Halbzeit war natürlich dann ein konditioneller Aspekt, der bei uns leider sich über die ganze Saison durchzieht. Erste Halbzeit gut, auch mit jeder Mannschaft, ob die im Spitzen, Drittel ist oder nicht, halten wir gut mit. Und dann in der zweiten Halbzeit brechen wir leider ein. Das ist eine konditionelle Sache. Leider, aber dafür, dass Grün-Weiß Harburg Erster war, haben wir es gut gemacht. Zweite Halbzeit waren die Räume zu breit gefächert. Die Sechser haben nicht mehr gut verschoben. Also deswegen war der Sieg auch verdient nachher. Also erstmal Glückwunsch an die Mannschaft und auch danke an das schöne Spiel und an den Schiedsrichter. War ein schönes geführtes Spiel. Und ich muss sagen, dass wir in den ersten 20 Minuten hat man uns angemerkt, dass wir sehr, sehr viele Leute haben, die gerade in der Fastenzeit sind und nicht trainieren können. Und man hat uns auch angemerkt, dass wir die komplette Rückrunde fast gar nicht trainiert haben, weil unser Heimplatz umgebaut wird zu einem Kunstrasenplatz. Und da sind wir kommen immer schwer in die Spiele. Und ja. Danach haben wir dann ein, zwei Wechsel vorgenommen, nach gut 20 Minuten. Wir haben das Zentrum ein bisschen verstärkt, wir haben die Außen ein bisschen ausgetauscht und wollten mehr Tiefe schaffen und haben gleich mit dem 1-0 auch geantwortet, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann sind wir in die Halbzeit gegangen und haben uns auch vorgenommen, den Gegner stärker unter Druck zu setzen. Aber wir haben einfach gemerkt, dass die Kräfte einfach nachlassen. Dann waren die Temperaturen auch sehr undankbar heute. Der Wassermangel hat sein Übriges dazu beigetragen und wir haben nicht richtig Druck ausüben können. Nichtsdestotrotz haben wir durch unsere individuelle Klasse das 2-0 erzielen können, haben das dann gehalten, wenig zugelassen und das Spiel plätscherte vor sich hin, sodass wir dann das 3-0 irgendwann nach einer schönen Kombination erzielen konnten. Dazu möchte ich noch anmerken, dass das zweite Tor besonders schön herausgespielt war. Wir wollten natürlich den Tabellenführer ärgern, zumal wir noch mit einem Sieg in der Liga hätten bleiben können. Das hat sich jetzt erledigt. Mit zwei Siegen, nächste Woche Holstein-Quickborn, hätten wir noch das Ziel Klassenerhalt realisieren können. Das ist natürlich jetzt vorbei, aber wir fahren noch am 24. nach Quickborn, wollen da nochmal ein gutes Spiel abliefern und dann ist die Saison auch leider Gottes vorbei oder manchmal Gott sei Dank vorbei. Ne? Also wir können schon dieses Wochenende Meister werden. Also HIBC muss zu Hause nur unentschieden spielen gegen Raschi, dann sind wir schon oben mit dran, können wir heute schon Meister werden. Ansonsten muss ich sagen, dass unsere Jungs, das sind Freunde geworden über die Zeit. Sie ziehen sich zusammen immer hoch, wir trainieren anständig, wir setzen uns selber Ziele, wir haben eine gute Gemeinschaft uns erarbeitet, wir haben ein tolles Umfeld mit den Eltern. Und auch als wir nicht trainieren konnten die letzten 3, 4 Monate, haben wir uns immer irgendwie zusammengerafft und irgendwo was gefunden, sei es im Park oder bei irgendwelchen Gastmannschaften, wo wir uns ein bisschen fit halten konnten. Aber ansonsten wirklich Hut ab, Chapeau an die Jungs. Die haben mitgezogen und es mir sehr, sehr leicht gemacht. Auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich jetzt dadurch, dass wir runtergehen jetzt in die Bezirksliga, wird die Mannschaft auseinanderbrechen. Und man kann die Leute natürlich dann nicht mehr halten. Und leider wird die Mannschaft auseinandergehen und mal sehen, wo man dann die Spieler und mich dann wieder sieht nächstes Jahr. Ja, also wir sind alle heiß. Wir wollen die Oberliga auf jeden Fall. Wir wollen da rein. Wir wollen eine gute Rolle spielen. Wir haben schon ein, zwei Zusagen für die neue Saison. Unser Kunstrasenplatz ist fertig. Die Jungs sind heiß. Der Schulabschluss ist auf jeden Fall jetzt auch nicht mehr so wichtig, weil alles schon, das Grobe ist schon erledigt. Wir können richtig durchstarten. Wir haben Bock. So, wir haben richtig Lust.